Bereiche denn für dieses Jahr hier auf der Messe frisch entwickelt? Also auf der Bauma adressieren wir den Bereich der mobilen Automation, speziell die Baumaschinen. Und hierfür haben wir ein komplettes Portfolio, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Sehr gut kann man das erklären an diesem Beispiel des Mobilkrans. Hier verkaufen wir oder unsere Kunden setzen ein Drehgeber, die verwendet werden für die Hubmessung, für die Oberwagendrehung. Seilzugsensoren werden eingesetzt für die Messung der Abstützung und für die Ausfahrlänge des Teleskopmastes. Hier sehen Sie Seilzugsensoren, sehr robust für den Bereich mobile Automation. Und wir bieten auch an Neigungssensoren, die eingesetzt werden für die Nivellierung, für die horizontale Lage der Fahrzeuge, zur Überwachung der horizontalen Lage und für den Aufstellwinkel der Arbeitseinrichtung oder des Kranarms. Das heißt, man kann sagen, überall, wo sich in diesem Kran was bewegt, ist die Firma Kübler mit dabei. Ganz genau. Überall, wo sich etwas bewegt, überall, wo Bewegung überwacht wird, sei es zur Sicherheitsüberwachung oder sei es auch zur Automatisierung. Immer mehr Krane werden mehr und mehr automatisiert, um den Fahrer einfach zu unterstützen in seiner Arbeit. Und da brauche ich natürlich Sensoren, die mir immer wieder eingesetzt geben. Genau. Aber nicht nur Positions- und Bewegungssensorik, wichtig ist auch der Bereich der Übertragungstechnik. Neu präsentieren wir einen Schleifring. Auch Schleifringe werden im Bereich Mobilkräne eingesetzt. Sie sind dafür da, um Leistung und Signale und Feldbuskommunikation aus dem Oberwagen in den Unterwagen zu übertragen.